Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Happy Wheels. Und wir legen direkt los. Birgit hat ein bisschen was zu erzählen. Es ist ja auch schon wieder ein bisschen lange her. Ihr wisst ja, es war wieder Sommerpause hier bei Happy Wheels auf diesem Kanal. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt eh wieder völlig durcheinander gerate durch die grandiose Level-Sortierung von Happy Wheels, sortiere ich einfach mal nach den bestbewertesten Leveln und switch da so ein bisschen durch. Ich hoffe, ihr seid damit d'accord und niemand stört sich jetzt daran, klickt sofort weg, sondern sagt, gut Bergi, ich genieße das einfach mal, dass wir uns hier die besten Level rausholen, denn das steht natürlich auch direkt für gute Unterhaltung, denn die besten Level sind sicherlich die, bei denen sich auch die meiste Mühe gegeben wurde. Und deswegen schauen wir einfach mal rein bei irgendwas, was interessant klingt. Und ich sage euch ganz ehrlich, Star Wars von Enterpriser. Quiz, klingt schon mal ganz gut. Hallo Herr Bergmann, ich habe mich mal in einem Level für dich probiert, habe mir sehr viel Mühe gegeben. Bitte bewerte in Schulnoten, jetzt aber los, go go Baggy Rangers. Und ich werde euch eins garantieren, ich werde die Level wieder eiskalt benoten. Ich muss mal kurz gucken, wie Happy Wheels ehrlich gesagt nochmal funktioniert. Ich habe eben gerade mich schon erschrocken festgestellt, dass ich es einfach vergessen habe. Hallo Bergmann, dies ist mein erstes Level für dich. Es ist ein Star Wars Quiz. Ich habe den ganzen Tag dran gesessen, ich hoffe es gefällt dir. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich das hier kurz verschiebe. Jetzt sieht es ganz, ganz komisch aus, ich weiß. Das machen wir einfach kurz live, weil das auch ganz gut Unterhaltung sein kann, einfach mal so ein bisschen zu sehen, wie Let's Player ihr Setup richtig einstellen. Dementsprechend, oh, den einen Pixel nehmen wir noch mit. Zack, da haben wir es schon. Das Logo ist ja schon mal grandios gelungen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und, oh, welche Worte, so behauptet Samuel Jackson, seien auf dem Lichtschwert eingraviert. Bad Boss oder Bad Motherfucker. Bad Motherfucker ist natürlich eher so Pulp Fiction. Und die Brieftasche von Samuel Jackson. Dementsprechend Bad Boss, wobei ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen kann. Ist aber auch völlig wurscht, denn die neue... Was? Ah, also hat er das vermutlich in einem Interview oder sowas gesagt. Ich dachte, er sagt jetzt im Film irgendwie, ja, Diggi in meinem, auf meinem Lichtschwert ist Bad Boss eingraviert. Gut, Tupac Shakur wollte eine Rolle in Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, und hat an einem Vorsprechen für die Rolle teilgenommen, die letztlich an Samuel Jackson ging. Samuel Jackson behauptet, auf seinem Lichtschwert wären die Worte Bad Motherfucker eingraviert gewesen. Okay, wusste ich nicht. Dafür ist dieses Quiz schon mal sehr, sehr gut. Welcher Schauspieler hat beim Dreh der Schwertkampfszenen Laserschwertgeräusche gemacht? Liam Neeson oder Ewan McGregor? Das war, Liam Neeson ist ja so ein Vollprofi. Ich glaube, Ewan McGregor in seinen jungen Jahren, Tolkien wie er ist, beim Sprung, Duel of the Fates, Qui-Gon. Ich dachte übrigens wirklich immer, jeder kennt ja dieses Lied. Ich dachte früher wirklich im Kino, als ich den Film zum 8. Mal sah, als 8-Jähriger, dass die singen würden. Qui-Gon, 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 Qui-Gon. Aber stimmt gar nicht. Die singen irgendwas anderes. Trotzdem, Ewan McGregor, denke ich mal, wird die richtige Antwort sein. Natürlich stimmt. Und an dieser Stelle auch direkt liebe Grüße an dich, Ewan. Es wäre schön, wenn du mal wieder einen Film machst. Der letzte gute, ist lange her, war Ghostwriter. Sehr zu empfehlen. Ewan McGregor ließ sich beim Dreh der Schwertkampfszenen dazu hinreißen, mit seinem Mund die typischen Laserschwertgeräusche nachzumachen. Die Geräusche mussten nachträglich entfernt werden. Okay, für alle, die von euch einen Star Wars Kurzfilm planen, mache ich einfach auch nochmal kurz ein paar Geräusche. Dann könnt ihr die quasi einbinden. Es geht los, Moment. So, gerne auch den Link dann unter das Video posten, dann gucke ich mir das mal an. Der Kommunikator von Qui-Gon Jinn ist eigentlich ein Damenrasierer von Gillette, nur in Silber und mit modischen Applikationen. Oder ein überarbeitetes Spielzeug aus einer Zeitschrift für Kinder. Ich kann mir das hier irgendwie besser vorstellen. Ist aber tatsächlich falsch. Der Kommunikator von Qui-Gon Jinn ist eigentlich ein Damenrasierer von Gillette, nur in Silber und... Leute, mit modernen Applikationen. Frage 1, richtig. Frage 2, richtig. Dritte Frage, leider falsch. Wenn du alle Fragen richtig hast, bist du ein wahrer Jedi-Meister. Hast du ein oder mehr falsch, dann musst du noch viel lernen, junger Padawan. Okay. Rated ohne Werbung. Ah, mit Werbung ist aber völlig in Ordnung. Danke, dass du hier reingegangen bist. Mein YouTube-Kanal ist TheKidLP. Über Support würde ich mich freuen. Lust mal eine Runde zu spielen oder zu reden, Baggy? Na, gewieft gemacht, mein Lieber. Du kriegst natürlich, die... Oh!
Jetzt habe ich leider vergessen, was ich sagen wollte. So, nein, wir können natürlich sehr, sehr gerne mal zusammen eine Runde spielen. Da die Streams ja bald wieder losgehen, sollte das auch gar nicht allzu schwer sein. Einzeln immer mit Leuten zusammen zu spielen, ist immer so ein bisschen schwierig, weil dann möchte ganz gerne jeder mit mir spielen und das kann ich nie im Leben bewerkstelligen. Dementsprechend sage ich immer ganz gerne, lasst uns das in den Streams wieder auferleben. So, wir schauen direkt mal in, der Quiz gucken wir uns gleich an. Nicer Dicer. Die Benotung, sagen wir mal 3+. Es war solide. So, hey Bergi, das ist mein erstes Level an dich. Ich habe es jetzt unter Bergi4 neu eingereicht und ich hoffe, es gefällt dir. Bitte bewerte in Schulnoten. Viel Spaß. Ich danke dir. Eieieiei. Achtung Bergi, Ananas Andi will eine Ananas-Armee aufbauen. Durchkreuze seine Pläne, indem du kurz vor dem Stoppschild stehen bleibst. Verschone ihn, indem du nach hinten fährst. Du kannst dir auch gerne beide Möglichkeiten ansehen. Okay, ich schau mir einfach mal, Boah! Alter! Okay, ich hab mich nicht erschrocken. Oh, ich habe mich schon wieder erschrocken. Was ist denn los? Ich will doch eigentlich nur... Ich wollte nur wissen, was da steht. Und dann... Oh Gott. Okay. Durchkreuze seine Pläne, indem du kurz vor dem Stoppschild stehen bleibst. Oder verschone ihn, indem du nach hinten fährst. Okay, ich verschone ihn jetzt nochmal. Okay. Gut, der Sound ist sehr, sehr laut. Ich lasse ihn jetzt mal so, das muss ich nachher im Schnitt so ein bisschen irgendwie anpassen. Das wäre für euch ein bisschen blöd. Aber kein Problem, das mache ich doch gerne. Das Schweiz-Level hatten wir, glaube ich, schon. Ich fand es übrigens sehr schön. Benotung 1, weil der Nicer Dicer, das war eine sehr, sehr schöne Level-Idee. Wir machen mal einen Frauenquiz. Das klingt so, als wäre das für mich als alter Frauenexperte, wäre das genau das Richtige. Ich war ja früher selber mal eine Frau, was viele nicht wissen. Deswegen steht auf meinem Personalausweis auch Transgender. Und dementsprechend ist es vielleicht ein Quiz, was ich auch ganz gut kann. Von Kiel the Plains. Heavyweights. Dies ist mein erstes Level ever. Aldo, bitte nicht so streng sein. Dafür, dass es grafisch nicht so gut ist, achtete ich eher auf das System, brauchte aber trotzdem 3 Stunden. Egal, viel Spaß. Okay, schauen wir mal. Willkommen zu meinem Frauenquiz. Das ist oberflächlich, nicht schön, ist, tut mir leid. Welche Größe entspricht XS und L? Das weiß ich natürlich. Es ist ganz klar 32 bis... Das müsste eigentlich... Ja, das müsste doch da hinten sein. Ganz klar. Das weiß ich doch. Warum auch immer wir jetzt das Bein verloren haben, vielleicht um in die XS-Größe zu passen. Man weiß es nicht. Wie alt wurde die älteste Frau? Ich denke mal... Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Weil 133 wäre ein bisschen zu extrem. 120 oder 122, das nehme ich noch mit. Wäre auch wieder interessant zu wissen, vermutlich wurde die Frau älter als der jemals... Also als der älteste Mann. So, das ist typische Klischee. So, 122 Jahre alt, vielleicht gibt es eine ältere, doch ihr Alter geht als das älteste, das verifiziert wurde. Okay, wie lange guckt sich eine Frau durchschnittlich in den Spiegel? 2 Jahre, 500 Tage. 500 Tage sind... Das sind auch fast 2 Jahre. Das ist ja nice. Ja, denn, keine Ahnung, 500 Tage... Naja, ist natürlich falsch. Das ist aber ein bisschen zu nah dran, mein Lieber. Also sag ich dir ganz ehrlich. Wobei, du bist ja vermutlich ein Fräulein, oder? Oh Gott. Oh nein. Nein. Alles gut. Oh, da konnten wir gerade ein bisschen cheaten. Kann man das bei den anderen auch? Ja. Zack. Ach, guck mal. 2 von 2 Fragen. 2 von 3 bislang. Ich bin erstaunt, wie gut du warst. Darauf ein Jet voll. Oh, na, dann freue ich mich aber. Ja, ich bin tot.
Okay, da stand noch irgendein Text, irgendwas mit Frauen. Lieben Gruß an die weibliche Zuschauerschaft dieses Kanals, die erschreckend gering ist, was ich ganz gerne ändern würde. Deswegen vielleicht in der nächsten Happy Wheels-Folge mal ein kleiner Nippelpitzer. Man weiß es nicht. Könnt ihr mal schauen, bei 50.000 Likes kommen wir der Sache schon etwas näher. So, wir machen weiter mit Herr Bergmann oder Berge 4 Story Mode von Reloaded Plays HD. Jetzt wird mein Hals gerade so ein bisschen trocken, was vermutlich an dem nicht ganz richtig korrekt durchgelaufenen Kaffee liegen dürfte, der so ein bisschen noch die Kaffee-einzelnen Segmente da so ein bisschen drin hat. Das ist eine Wissenschaft über sich, das versteht vermutlich einen Großteil nicht. Aber ein Problem, mit dem wir durchaus zu kämpfen haben, wir alten Kaffeetrinker. Also, Jo Bergi, dieses Level hat mich Stunden gekostet. Fahr immer langsam und lies alle Texte wichtig, sonst hat die Story keinen Sinn. Jetzt noch viel Spaß beim Level. Okay. Da waren gerade ein paar Faces. Hallo, wo bin ich? Ich fahre einfach mal geradeaus. Hoffentlich wird das kein Fehler sein. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen leiser machen. Oh Gott, was war das? Weil sonst. Oh. STRG. Okay, da ist jemand tot. Oh, nein, ich habe irgendwas gemacht. Leute, so. Oh, es tut mir leid. Oh. Oh, mein Leg. Ja. Oh, Schuss, bin ich zurück. Du Alter. Was? Oh Gott, was passiert hier? Wir haben irgendwie Super Speed drauf gerade. Du hast die rote Linie. Was? Falls du nicht dahin kommst. Ah! Ah! Okay. Wir waren, glaube ich, eben zu langsam. Jetzt nochmal an den Rentnern vorbei. Der ist ein bisschen hartnäckig. Jetzt muss ich mit Fullspeed durch hier. Kann das sein? Spring. Warte mal. Du hast nur wenig Zeit ab der Linie. Springen an Leben oder Tod. Okay, pass auf. Nice. Was läuft da schief, frage ich euch. Warum sind wir nicht schnell genug? Ja. Jetzt hier wieder Chili Milli runter. Oh! Wieso bin ich denn so ängstlich? Hey, alter Mann, bitte. Danke. Wir haben auch, wir sind gerade wie so ein halber Transformer hier. Ah, spring! Letzter Versuch. Weil sonst ist es echt nicht. Also, wo kommen wir denn da hin? Ja. Ich mach das Face. Okay. Hier, okay. Jetzt haben wir einen ganz guten Speed drauf. Ich donner einfach durch jetzt. Spring! Was mache ich denn falsch? Okay, Leute. Das Level, ich beende das jetzt nicht, weil es mir Angst gemacht hat, sondern weil ich einfach zu cool dafür bin und mein Kaffee langsam sich dem Ende neigt. Ich muss einen neuen holen. Und das Level war aber trotzdem sehr, sehr schön und vielen Dank dafür. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Oder beim nächsten Happy Wheels Video. Ich persönlich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich sollte grundsätzlich immer aufnehmen, wenn ich übermüdet bin. Ich habe das Gefühl, dann wird es alles ein bisschen abgedrehter hier. Und abgedreht genug kann es nie sein. Und ich schaue mir jetzt von Pan das Was ist Varo 3 Video an. Das ist eine ausdrückliche Empfehlung von mir. Ich bin gerade bei Veni stehen geblieben und es folgen noch 7 Minuten an Facts. Schaut es euch an, es ist eine ausdrückliche Empfehlung. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder hören. Macht's gut, euch noch einen fantastischen Tag. Bis dahin, tschüss, euer Bergmann.